Ob in Literatur, Theater, im Film oder in der Malerei, Außenseiterfiguren sind aus der Kunst und Kultur der Moderne nicht wegzudenken. Auch Hans Baluschek beschäftigt sich ab ungefähr 1900 intensiv mit sozialen Außenseiterfiguren. Ob Obdachlose, Drogenabhängige, Vagabunden oder Prostituierte, in beinahe enzyklopädischer Strenge gibt er jeder Randgruppe einen Platz in seiner Kunst. Welche gesellschaftspolitische Sprengkraft Baluschek mit dem Thema verbindet, zeigt sich besonders eindrücklich an dem Grafikzyklus Porträts asozialer Frauen, der Suchtkranke und Prostituierte darstellt. Baluschek geht es nicht um die moralische Verurteilung der dargestellten Individuen, sondern um die bedingenden Umstände und die tatsächliche Täterschaft hinter den Phänomenen. Erzählerische Ebenen, die sich im Hintergrund abspielen und für die man schon genauer hinsehen muss. Das im Titel platzierte Stigma des Asozialen ist in der damaligen Sittlichkeitsdebatte sehr präsent und bezeichnet meist sogenannte Arbeitsscheue, Bettler, Wohnungslose, Alkoholkranke und Prostituierte. Personen als asozial zu klassifizieren, erleichtert es, die Schuld am sozialen Elend dem jeweiligen Individuum zuzuschreiben, anstatt die Ursache in gesellschaftlichen Missständen zu suchen. Baluschek veröffentlicht seinen Grafikzyklus 1923. Genau 10 Jahre später wird in Dachau das erste KZ eröffnet. Bis zum Kriegsbeginn bilden die sogenannten Asozialen die größte Opfergruppe in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten.